So, schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Heute ist der 1. November. Es ist jetzt 13.30 Uhr. Ich befinde mich an der U-Bahn-Station Brandenburger Tor. Und zwar, weil heute hier eine unangemeldete Demonstration stattfinden soll gegen den zweiten Lockdown der Regierung. Der Veranstalter der Demo existiert nicht, sie ist anonym per Flyer in Umlauf, also Digitalflyer in Umlauf gebracht worden. Und ja, entsprechend, da sie keine angemeldete Demo ist, genießt sie auch nicht den Schutz der Polizei. Und es gilt nicht das Demonstrationsrecht, das Versammlungsrecht. Es gilt tatsächlich in diesem Fall dann ganz normales Strafrecht, wenn Leute illegal demonstrieren. Das heißt, es ist mit Strafen zu rechnen, auch mit, falls Menschen auftauchen, massiver Polizeigewalt. Und mit dieser Demo selber wurde zunächst Querdenken in Verbindung gebracht. Einer der Sprecher von Querdenken, der Anwalt Markus Heinz, hat dann aber verlauten lassen, dass es, also medienwirksam, öffentlich, dass das quasi nichts mit ihnen zu tun hat und dass sie dringend davon abraten, diese Demo zu besuchen. Jetzt ist es natürlich so, und das ist der Grund für dieses Anraten von Querdenken, wenn es jetzt auf einer solchen illegalen, also nicht angemeldeten Demonstration zu Ausschreitungen kommt, führt das natürlich dazu, dass alle Demonstrationen, die sich gegen Maßnahmen richten, von diesem negativen verschattet werden, beziehungsweise ja, es wirft ein schlechtes Licht auf jegliche maßnahmenkritischen Demos, und entsprechend bat man dann auch, niemanden dorthin zu gehen. Und ja, ich denke, da ich gehört und gesehen habe, dass der Flyer auch im Netz kursiert, dass es möglich ist, dass heute hier viele Menschen herkommen, obwohl ich glaube, dass wir wahrscheinlich höchstens mit 500 Menschen, wenn überhaupt, zu rechnen hätten. Und jetzt schauen wir uns das Ganze heute mal zusammen mit euch an, und ihr könnt euch selber einen Eindruck verschaffen.